Moin, moin. Entschuldigung. Ich werde jetzt was machen, wozu ich nicht so Bock habe. Aber ich fürchte, es muss sein. Und zwar geht es um P2-Lippenstifte. Und ihr wisst, ich war immer ein Riesenfan. Ich habe die gesammelt. Ich habe immer, wenn neue rauskamen, habe ich mir die Farben gekauft, die ich mochte. Und immer, das war auch einfach so die Firma, wenn ich mal eine Farbe ausprobieren wollte, wo ich mir nicht so ganz sicher war, dann habe ich halt auch gerne einfach einen P2-Lippenstift davon gekauft, weil mir die Formulierung gefallen hat. Und ja, dann konnte ich das für 1,95 oder 2,25 einfach mal ausprobieren, ne? Jetzt gibt es sie ja schon sehr lange nicht mehr und ich habe hier wirklich welche, die wohnen schon arg lange bei mir. Auch welche, die noch nicht so lange hier sind, aber ja. So. Den ersten, den ich hier greife, das ist einer der relativ neuen. Ich glaube, den gab es auch bei Aldi Süd. Das ist der 260 Believe in Dreams. Das ist ein Full Shine Lipstick. Das ist auch schon diese Verpackung hier mit dem P2-Emblem. Ja, ist so ein barmiger Pinkton, kann jetzt nicht viel schief gehen. Der bleibt natürlich erstmal noch. Dann habe ich hier einen Full Matte Lipstick, auch schon mit der silbernen Verpackung. Das heißt, der ist auch wirklich schon, also der ist noch nicht ganz so alt. Das ist die Never Surrender. Und das ist auch echt ein krasses Pink. Der hat auch wirklich so ein Blau-Shift. Und ich weiß, dass ich den, also ich glaube, den habe ich auf dem Festival mit. Und wir haben uns ganz gut vertragen. Insofern, also wer sowas mit mir erlebt hat, der darf auch bleiben. Sind auch beide gut. Insofern. Dann habe ich hier noch einen Full Matte Lipstick in 100 Score Higher. Der gehört auch noch zu dieser etwas neueren Generation. Die Älteren kommen gleich. Und das ist so eine ganz besondere Farbe. Das ist so ein Grau-Lila. Und den behalte ich auch auf jeden Fall. Also das ist. Der ist auch noch gut. Und aus irgendeinem Grund sind hier welche ziemlich eingesaut und ich weiß überhaupt nicht warum. Naja. So, jetzt wird's spannend. Das ist ein limitierter. Der ist laut Eigenangabe bis 24 Monate nach Öffnen haltbar. Das Ding ist garantiert schon 5, 6 Jahre alt. Mirror, Mirror on the Wall, Glam Supreme Lipstick. Das war so die Verpackung. Und die Farbe ist halt 40 Violet Dream. Das ist so ein Schwarzkirsche irgendwie. Und also die Farbe ist super. Der riecht auch noch gut, tatsächlich. Also schlecht ist der noch nicht. Ich weiß aber, dass der ganz schwierig zu tragen war. Das war eine echte Zicke. Und ich habe auch teurere, die Farbe haben. Und auch so ein bisschen zickig sind, aber irgendwie greife ich dann zu denen eher. Und ja, aber schlecht. Schlecht ist er noch nicht. Der kommt auf den vielleicht auf. Ich wusste nicht, dass ich einen machen will, aber. Dann auch nochmal aus einer LE, aus der Carly Vibes. Let's Kiss Lipstick. Das ist der Blueberry Shake. So sieht der aus. Ist auch schon länger her, ne? Ja. Der ist auch noch gut. Und der hat halt auch wieder diese. Also die Farbe ist wirklich. Da. Das ist so ein ganz. Den könnte ich mir an Frau Stöpsel halt auch super vorstellen. Und ja, da weiß ich auch, dass mir die Formulierung gefallen hat. Der Lippenstift selber ist. Der ist noch gut, den behalte ich. So. So, jetzt kommt einer, der ist halt auch schon ein bisschen älter. Das ist die Secret Splendor LE gewesen. Die Verpackung ist ganz niedlich. Marvelous Illusion Lipstick. Und zwar ist das die 10 Posh Pink. Und der, da weiß ich, dass ich den nicht gerne benutzt habe. Der ist zu hell. Also der hier ist ja fast noch heller, aber der hat mehr einen Stich noch ins Warme, deswegen ging das immer. Aber der hier ist halt so richtig. Es war ein schöner Lippenstift so an sich, aber ich werde den nicht tragen. Ist der noch gut? Ja. Ja, der ist noch tippitoppi. Ich gucke mal, ob
ich den verschenken kann. Wenn den dann einer haben will, ich werde natürlich sagen, wie alt der ist, aber wenn er noch gut ist, dann ist er halt noch gut. So, dann haben wir hier einen Full Matte Lipstick von P2 und zwar die 10 Spread Knowledge. Den weiß ich auch, den habe ich ein paar Mal getragen. Das ist halt so ein dunkles Kirschrot. Der ist auch schön. Aber ich werde den nicht benutzen. Ich habe andere Rote. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Der ist völlig in Ordnung. So eine schöne Farbe. Kommt mal auf den vielleicht Haufen. Ja, bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich viel aussortiert. Ne? Ich wusste, das wird hart. Dann habe ich hier Require More, die 50, auch ein Full Matte. Der ist neuer. Das sieht man auch, den habe ich nur einmal geswatcht. Machen wir jetzt auch nochmal. Und das ist so ein Rosé Nude. Da. Und da weiß ich, den trage ich glaube ich nicht. Der ist halt noch neu. Der ist auch noch gut. Hier steht 24, also so, der ist tatsächlich noch keine 2 Jahre alt, auf gar keinen Fall. Da werde ich auch mal gucken, ob ich da jemanden für finde, aber ich werde den nicht tragen wahrscheinlich. Also ich habe ihn ausprobiert, ne? Ich habe ihn geswatcht. Ich wollte ihn auch gerne haben, weil P2 ja einfach nicht mehr zu kriegen ist, aber das ist dieses kühle Altrosa, da werde ich nicht so oft, also greife ich so schon nicht oft zu und ja. Oh, ist das hart. Dann haben wir hier noch einen Full Matte Lipstick, das ist die 140 Match My Ambition. Der ist auch noch mal. Ja. Das ist so ein gedecktes Pink. Das werde ich nicht tragen. Fürchte ich. Also den könnte ich noch ganz gut tragen, aber ich meine... Nee, komm, da frage ich jemanden, ob er den haben möchte. Ob sie den haben möchte, wie auch immer. Da muss ich einfach, ich weiß nicht mal, wann ich den das letzte Mal getragen habe. Weiß ich einfach nicht. Und das Problem, mein Problem ist gerade bei dem Rotton, dass ich glaube, und das sind dann so Probleme, die dann auftauchen. Ich habe letztens ein Video von Alessia Marie geguckt und die hat ein Riverdale Cheryl Blossom Look geschminkt und sie sagte, dass sie ewig in der Drogerie unterwegs war, um das Rot zu finden und ich meine, das war der. Und ich gucke Riverdale gerne, ich gucke ja auch Sabrina gerne, das ist ja so ein ähnliches Universum und ich glaube, die Archie Comics sind alle irgendwie, naja, auf jeden Fall, ja, ich glaube, den behalte ich. Das, wenn da so eine Geschichte hinter ist, dann ist bei mir vorbei. So. Die 170 Obey My Heart, den habe ich selber gekauft. Das ist ein Full Color Lipstick. Das war auch schon einer von diesen etwas neueren. Und den habe ich auch ein paar Mal getragen. Das sieht man auch. Riecht auch noch völlig in Ordnung. Ja, ich meine, hat ja einen Grund, dass ich mir die gekauft habe, ne? Ich kann den mal ein bisschen versuchen, sauber zu machen. Die sind weicher als die voll matt. Ich meine, die waren auch einen Tacken angenehmer. Ja, wenn es um Rot geht, bin ich natürlich im Grunde genommen so ein bisschen aufgeschmissen, ne? Ich behalte den nochmal. Ach Mann, oh. Ich wusste, das wird die Hölle. Ich wusste es. Aber der Ton ist halt einfach so geil. Naja. Jetzt kommt der nächste rote. Ja, ich mag rote Lippenstifte. Das ist die 030 Challenge Authority. Da. Auch wieder einer der Full Color.
ein dunkleres Kirschrot. Also das Ding ist, ich tue mich unglaublich schwer bei diesen roten Lippenstiften, weil ich weiß ja, dass ich rot trage. Aber ich glaube, oh, mit ganz viel Durchatmen, den könnte ich verschenken zumindest, weil der noch gut ist. Also das ist... Und der ist auch noch nicht ganz so durchgerockt und also den mag ich vielleicht noch einer Freundin oder so in die Hand drücken. Der ist halt echt schön. Na ja, klar, sonst hätte ich nicht gekauft. Ne? So, nochmal Full Color. Das ist die 260 Dream Big. Ein roter O, den habe ich nur geswatcht und nie getragen. Oh, der gefällt mir aber sogar, also der gefällt mir besser als der, als die 30. Weil das ein dunkles Ketchuprot ist. Also ich sehe da tatsächlich, also der blendet sich einfach nur rot aus und nicht pink oder orange. Der kriegt nochmal einen Auftrag hier. Also den, das kann ja nicht angehen, dass ich, also ich sehe an der Art, wie der benutzt wurde, dass ich den nur geswatcht habe. Ne, komm. Das hätte ich übrigens nicht gedacht. Ich habe echt gedacht, ich habe sie alle getragen. Hätte ich schwören können, aber naja, war dann wohl nicht so. Dann habe ich hier die, jetzt kommen so ein paar, ein, zwei spezielle Farben. Die 310 Bring Good Karma, das war auch einer von diesen Full Color. Der ist so besonders. Das ist ein Platin im Endeffekt, ein dunkles, grünliches. Ja, ist auch noch völlig in Ordnung. Den behalte ich, weil ich so eine Farbe einfach auch nicht habe. Also, ne, der ist halt auch echt ein bisschen schier. Also das ist, ja, für einen bestimmten Look, aber... Ja, gut. Ich habe hier übrigens so eine Moment, oh, das wird jetzt hier alles ganz fürchterlich. So eine Goodiebox mit Schublade und ich hätte gern, dass die da... Sollte locker passen, dass die dann später alle reingehen. So. Dann habe ich hier Power Through. Das ist die 300. Und das ist so ein ganz krasses Gold. So ein Orange-Kupfer-Gold. Das ist schon auch metallisch. Muss ich mir mal eben auf der Lippe angucken, das hilft alles nichts. Also solche Sachen mache ich ja auch. Gerne mal so für mich alleine. Schon ganz schön nice. Den behalte ich. Der ist dunkel genug. Der ist deckend genug. Ich meine, zu dem rosé schimmernden Auge jetzt vielleicht nicht. Doch, den mag ich. Der bleibt. So vom Swatchen eher alleine hätte ich das. Hätte ich mich vielleicht. Naja, den finde ich gut. So, und jetzt wird's kriminell. Oh, aber erstmal machen wir hier nochmal einen roten. Die 160 Cry for Love. Ja, das ist ein helleres, aber ich glaube gedeckteres Rot. Naja, gedeckt. Nicht so wirklich. Der ist auch richtig hübsch. Sieht der vielleicht einem ähnlich, den ich hier habe? Sieht der aus wie die 260 vielleicht? Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist ein richtig schönes Rot. Das ist jetzt so endgültig orange-tomatig irgendwie. Gebe ich nicht her. Keine Chance. Nein, 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 nein.
Ist ja nicht so, dass ich nicht rote Mclibis hätte oder Chanel oder generell abgefahrenere Marken, aber das tut mir leid. Das ist nein. Rote Lippenstift ist einfach um meine Babys. Genauso wie ein dunkles Pink. Da geht es gleich rund. Das wird hart. Episch. Ja, und hart. So, wir bleiben nochmal bei den etwas neueren. Dann habe ich die 60 Whisper Me Wishes. Und ich glaube, das war ein Penner. Schreit die Katze gerade? Nö, das war draußen ein Kind. Ich glaube, es hat gelacht. Das ist so ein dunkles Weinrot. Das geht schon eher ins Bärige, das trage ich nicht wirklich. Das wollte ich haben, das war dann für... Ich meine, an Coffee to go ist teurer als die Dinger, ne? Habe ich damals schon immer gesagt. Wollte ich haben, aber den könnte ich mir auch vorstellen, den gebe ich weiter. So. Dann habe ich hier noch einen, das ist was ganz Besonderes. Das ist die 240 Know It All. Und das ist so ein helles... Das ist ein Dupe zu Man Love Mystery von MAC. Fand ich damals, dass das ein Dupe dazu war. Jetzt ist die Frage, habe ich hier... Genau, der Score Higher. Ohne Scheiß, ich sehe einen Unterschied. Der ist dunkler. Der Score Higher ist ein bisschen heller. Welchen habe ich denn mehr getragen? Ich glaube den hier. Zu den Full Color. Nicht den Full Matt. Oh, mich bitte. Es ist wirklich praktisch. Ich gebe den Score Higher ab und behalte Know It All. Ach, denn wie ein kluger Mensch gestern zu mir sagte, die werden durchs Einlagern ja nicht besser. Man hält ja nicht die Zeit an. Nee, leider nicht. Und das Ding ist halt... Wenn ich den einen weggebe, wird der andere mehr benutzt, denke ich. Und dann kann ich mich auch besser daran erinnern und ja. Oha. So. Jetzt kommen noch drei von den Full Color. Und das fürchte ich, das wird schwierig. Und zwar habe ich hier die 150 Announce Your Price. Und da geht es mit diesem einen Pinkton los, den ich über alles liebe. Das ist dieses dunkle, satte Pink. Dieses... Das ist nicht Beere. Das ist nicht Lila. Das ist dieses eine Pink. Und das war die 150. Dann kam die 210. Das ist die Report Obsession. Den habe ich geliebt. Das weiß ich. Der ist ganz bisschen mehr lila. Nicht ganz so saftig, aber auch richtig geil. Oh, ich weiß, also das tut mir leid. Das, und wieso sind hier Fusseln dran? Komm hier, Arschloch. Dann kommt 290 Feed Your Thoughts. Der sieht jetzt hier dunkler aus. Oh, aber der ist auch so geil. Keine Chance. Behalte ich. Sind auch alle... Tschüss Foundation. Die sind auch alle noch gut. Und ich meine, das hier ist das Pink, das ich also sowas von abgöttisch liebe. Und ich mache den Swatch hier auf der Hand. Ich mache die drei einfach mal kleiner. Weil sie sich... Also ich meine, das sind ja die neuesten sozusagen. Und wenn da jetzt gleich noch ältere kommen... die womöglich genau die gleiche Farbe haben, dann kann ich die älteren wegtun. Aber die drei... So, jetzt habe ich hier so meine kleinen Vergleichsdingsies. Aber wie gesagt, also der...
Ja, wo soll denn jetzt hin? Also die 150, das ist genau das. Genau das, das ist genau mein Pick, den mache ich jetzt drauf. Der Lippenstift selber ist auch hervorragend. Ich bin so froh, dass ich damals nicht einfach nur einen Knall hatte. Sondern dass die wirklich gut sind. Das ist Liebe. Tippidoppi. Oh, sehr schön. So. Dann haben wir noch einen Full-Color Lipstick. Die 20 Know Me Better. Nee, das ist ein... Oh, das ist ein Matter. Das ist was ganz anderes. Der ist schön, aber ich glaube, von dem kann ich mich... Der ist auch noch gut. Von dem kann ich mich trennen. Der geht ein bisschen mehr ins Beere-Lila. Also, oh Gott, also das sind so subjektive Geschichten. Das wird wahrscheinlich schwierig. Aber... Oh, ist der schön. Mhm. Solche Videos können ja auch dazu führen, dass... Ne, alte Flammen wieder ein bisschen angefächelt werden. Ich glaube, von dem, den kann ich hergeben, ohne dass er mir fehlt, ja. So. Und jetzt wird's hart. Sheer Glam Lipstick. Wer erinnert sich an die? 24 Monate noch öffnen. 089 Love Happens. Riecht völlig in Ordnung. Aber das ist halt genau diese Farbe, die ich 50 Millionen Mal habe. Das ist dieses Frühlings-Peach-Pink. Und das trage ich gar nicht mehr so oft. Der ist noch gut, ne? Das ist unfassbar. Wirklich. Der ist einwandfrei. Ich habe ihn jetzt, also ich behalte ihn nicht. Dann kommt 100 Offer Relief. Das war ein komischer Kauf. Das ist ein Full Shine Lipstick und der ist also wirklich oha. Also der kommt hier mir auch schon ein bisschen entgegen. Geh mal wieder rein an deinen Platz. So, ja. Der hat auch schon einiges mitgemacht. Das war so ein Handtaschenlippenstift. Weil der wirklich, also ich meine, das sieht man ja. Das ist ja wirklich so ein ganz zarter Balsam nur. Und der hat natürlich zu allem gepasst. Das ist so ein kein Lippenstift-Lippenstift für mich. Das ist aber eigentlich so ein Kandidat, der mal aufgebraucht werden muss, wozu ich aber keinen Bock habe, weil ich sowas lieber mag. Den tue ich, den werfe ich jetzt weg. Den will, glaube ich, keiner haben. Na, ich packe ihn hier mal hin, der ist ja noch gut, aber ich denke nicht, dass den einer haben will, weil die eine Freundin, die genau sowas gerne mag, die habe ich schon so zugeballert. Mit solch, genau solchen Sachen, dass ich nicht glaube, dass sie ausgerechnet den P2-Burschen hier leer machen will. Schön ist der. Ach komm, vielleicht probiere ich es ja nochmal. Ich behalte ihn. Ah. Das ist die 17 Jackson Avenue. Der ist, das ist ein Orange. Das ist wirklich, das ist ein kräftiges Orange. Oh Alter, sowas. Das ist wirklich, also so ein gelbliches Orange. Das sucht echt seinesgleichen. Der ist einwandfrei. Da ist überhaupt nichts mit.
dir diese Farbe an. Also, was ich an dem auch mochte, der stained total hübsch und gleichmäßig. Hat wahrscheinlich überhaupt keinen Zweck, da dieses Orange drüber zu machen. Aber was soll's. Also der Jackson Avenue, das sucht echt seinesgleichen. Behalte ich. Oh, ich hatte echt gedacht, dass ich gerade von diesen alten Silbern ganz viele wegtun kann. Das fängt ja gut an. Ich wusste, dass das die Hölle wird. Echt. Ich habe Probleme, ne? Ja. Oh, ist doch schön, dass das meine Hölle ist, oder? Ich will keine andere. Oh. 064 Sunset Strip. Oh, da sieht man sogar noch das P2-Symbol so ein bisschen. Der ist auch tippitoppi in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, wie alt der ist, aber der ist wunderbest. Das ist so ein Mazett. Mazett-Tönchen, ne? Wir erinnern uns an die Zeiten. Ich weiß, dass ich damit super aussehe, ne? Ich trage es noch nicht mehr so viel. Ich werde auch mal gucken. Aber also, ich werfe nichts weg, was also wirklich noch komplett in Ordnung ist. Also wirklich nichts mit ist. Das mache ich einfach nicht. Da sehe ich zu, dass da jemand vielleicht noch sich erbarmt und dem vielleicht noch eine Chance gibt und ihn dann vielleicht in einem Jahr wegwirft oder so, ne? Aber das, nee, also das, also wenn etwas komplett in Ordnung ist, dann werfe ich das nicht weg. So. Fertig. 151 Market Street. Ja, nee, den, also ich sehe gerade, dass ich den schon relativ viel benutzt habe. Also die Abnutzungsspuren sind definitiv da. Bisschen sauber hier. Kennt ihr diese schwarzen Mini-Fusseln, die immer und überall sind? Ich glaube, höchstens da, wo Mikrochips zusammengesetzt werden, gibt es solche Fusseln nicht. Gott, wenn ich das nerven kann. Ich sehe das natürlich dann auch immer. Trotz fehlender Brille. Ja, ein bisschen großzügiger. Der ist mir tatsächlich ein bisschen zu pinky. Den könnte ich da. Nee, das ist in Ordnung. Ich habe den geliebt, das weiß ich, aber ist auch noch ein warmes Pink, aber no, you're so pretty. Um meinen Mund herum sehe ich schon wieder großartig aus mit so leichten Pink und lila Einfärbung. Das war auch nicht geplant, dass ich hier Lippenswatches mache, aber naja. Die 100 Oxford Street, das war einer der beliebtesten roten Lippenstifte überhaupt aus der Drogerie, weil das so ein schönes dunkles Rot war. Ja, der ist auch echt hübsch. Aber da habe ich ja nun wirklich, Moment, sprach sie, wo ist er denn hin? Also ich, Moment, es kann sich hier so um Stunden handeln, aber genau dafür mache ich das ja, damit ich vielleicht, nee, Dream Big sieht anders aus, damit ich vielleicht Duplikate auf, Cry for Love ist heller, Emma gibt alles. Oh ja, es gab Post. Nee, also den Oxford Street lasse ich hier nochmal stehen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, also A ist er noch gut. B ist das echt ein schönes, dunkles.
Weinrot. Rot. Ist schon ein kühles Rot, aber ein nettes Rot. Ich wusste, das wird eine Katastrophe. Jetzt sehe ich hier zwei andere Rote und habe schon wieder vergessen, warum ich wish. Nein, ich weiß, warum ich die... Nein. Nein, es ist okay. Nein. Nein, nein, nein. Ich gucke da jetzt nicht nochmal rauf, sonst bereue ich das. So, jetzt wird's, jetzt geht's ans Eingemachte. Highline. Einer meiner absoluten, das ist die Nummer 16. Von dem habe ich eine Reserve übrigens. Und der könnte... Ja. Der gehört hier oben hin, ne? Also das ist Highline. Wenn ich den jetzt so ein bisschen... Okay, Highline und... Jetzt habe ich vergessen, welcher das ist. Hat sich das jemand aus dem Publikum gemerkt? Das ist nicht der, das ist nicht der. Das müsste die 200... Ja, 210 ist das. Report Obsession. Da war ich damals so froh, dass die den ins Sortiment genommen haben, weil ich dachte, sonst kriege ich meinen Highline ja nicht mehr. Aber das ist wirklich... Ich kann da keinen Unterschied feststellen. Aber ich habe da noch ein Backup von. Ich kann doch nicht den hier wegwerfen, wenn der völlig in Ordnung ist und ein unangetastetes Backup haben. Ich werde das Backup verschenken. Und den behalten. Oh, fuck. Ja, ja, ja. So. Die 103 42nd Street, das war ein dunkles Peach. Riecht nach gar nichts. Ist so, riecht nach gar nichts. Das ist so ein gedecktes, dunkles, das werde ich nicht mehr tragen. Und den werfe ich auch weg, weil er alt ist. Auch wenn er noch völlig in Ordnung ist. Aber das Peach, das kann ich auch keinem mehr andrehen. Nee, komm, hier verschwindet. So, den mochte ich nie besonders. Das ist die 40 Wall Street. Aber das war ein kühles Braun und sowas gab es einfach nicht so oft. Der war biestig. Der war nicht gut deckend. Der hat sich auch nicht hingesetzt. Er hat die Lippe nicht eingefärbt. Das war einfach kein besonders guter Lippenstift. Der kommt jetzt auch weg. So. 61 Broadway. Der ist heller als... als Jackson Avenue. Der ist noch mehr orange. Und weil der so hell orange ist, habe ich den nicht so gern getragen wie... Moment, wo ist er denn jetzt? Ist dumm. Hä? Oh, das ist doch nicht zu fassen. Da. Genau, Jackson Avenue und... Broadway. Das ist Jackson Avenue, das ist Broadway. Das ist 61 und 17. Also ich denke mal, dass die Broadway, der müsste... Jawohl, der Aufkleber ist... Ne, der hier ist tatsächlich neuer als der. Sieht man auch, der Schriftzug ist noch ein bisschen anders. Ja. Dann behalte ich Jackson Avenue und lasse Broadway gehen. Weil diesen ganz kleinen Stich ins Tomatige... Dieses ganz, diese Nuance, die ja halbe Viertel Nuance, die ja dunkler ist. Ich glaube, das wird mir auf Dauer besser gefallen. Auf Dauer. Sie hat die beiden schon auf Dauer. So. Ich weiß aber, dass neben Highline hatte ich noch einen Favoriten und der, den finde ich bestimmt auch gleich. Da ist er. Der OG. Das ist die 87 Baker Street.
Und das ist exakt er hier. Ich wusste, dass das, ja, ich hatte die damals schon verglichen. Und Baker Street ist auch einer, wovon ich noch ein Backup habe. Ich liebe den, oder ich habe den auch einfach geliebt. Mein perfektes Pink. Den behalte ich und werde das Backup weggeben. Weil der ja dann noch ziemlich neu ist, ne? Beziehungsweise relativ unangetastet. Ich werde ihn überprüfen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt so, da fragt man halt eine Freundin, würdest du den nehmen? So, ne? Obwohl du weißt, wie alt er ist. Aber das, also der Baker Street, das war... Oh, mir wird ganz warm, wenn ich den will. Die 80 Via Monte Napoleone. Das ist ein Rot. Also, ne? Da ist er. Das ist ein Rot. Damals war ich noch nicht ganz so auf rote Lippenstifte irgendwie. Also zudem habe ich irgendwie nicht so ganz so eine Verbindung. Bist du noch gut? Ja. Das ist tippitoppi in Ordnung. Guck mal, wie schier der ist. Aber den kann ich ja vielleicht nochmal verschenken. Ist ja schon gut, wenn ich dann nicht so... Dann 118 Las Vegas Strip. Oh, den mochte ich auch gerne. Jetzt wäre er mir ein bisschen zu hell und zu pink. Also, ich meine, das ist auch pink, aber das ist satter als das hier. Und den hier... Der ist komplett schier. Ist alles in Ordnung mit. Alles in Ordnung mit. Das ist ein schönes Pink. Also das ist auch ein Pink, das ich noch durchaus tragen würde, aber es geht ja gerade darum, hier mal ein bisschen was wegzugeben und guck dir an, wie hübsch der ist. Nein, Lou, hör jetzt auf damit. Meine Güte, Norbert. Ich hätte gedacht, ich muss mehr wegwerfen, aber ich habe die letzten gerade, also letztens, was weiß ich, vor 3 Monaten oder so, habe ich die gerade erst durchgeguckt. Und warum verabschiedet sich meine Mascara hier? Was soll das? Da war alles in Ordnung. Also da habe ich schon kontrolliert. Ne? Also weiß ich nicht. Die 62 La Rambla, der ist auch echt schon älter. Den habe ich... Also das war halt eine so eine kleine Familie. Und ich habe die immer so durchbenutzt irgendwie. Die habe ich in der Schule getragen. Das war so... 2013, 2014. Also 7 Jahre hat der mindestens auf dem Buckel. Und der ist... Guck dir diesen Lippenstift an. Tippitoppi. Ist auch so ein Frühlings-Peach-Pink. Das trage ich aber auch nicht mehr wirklich. Also nicht mehr so. Nicht mehr alltags. Und ja, kann ich weitergeben. Es ist in Ordnung. Also warum sollte man den... Ne, was soll das? Vielleicht möchte ihn ja noch jemand. Tschüss. Ah, Moment. Ich hatte mir hier welche von Astor zum Vergleichen mit reingeworfen, aber ich brauche nicht vergleichen. Ich weiß, was ich mag und was nicht. Entschuldigung, dass ich dich erschreckt habe. 63 Abbey Road. Das ist auch ein Orange, aber das ist fast noch mehr Neon. Unterstelle ihm Untertöne. Nee. Aber seht ihr, wie pink meine Lippe noch ist? Das, das sind die guten... sind die guten hier. Das ist so. Au, jetzt habe ich mich gekratzt. Au, ich trottel. Hm.
Ja, ordentlicher Auftrag. Ich meine, schön sieht es jetzt nicht aus, weil die Lippe. Trocken ist, aber fucking Bullshit. Ich glaube, den behalte ich nochmal. Hübsch ist er. Ich habe mir hier eine Lippenpflege hinlegen sollen. Ich hätte es besser wissen sollen. Ich wollte keine Lippensmutschers machen. Dann haben wir hier die 12 Kärntnerstraße. Wer kennt den noch? Das war der Nude-Lippenstift. Ich meine, das war auch so ziemlich der einzige. Was zum? Das ist echt so. Also, das ist grau, rosa, beige. Den mochte ich an mir nie. Also ich habe den wohl benutzt, weil ich dachte, Nude muss so aussehen, aber guck mich mal bitte an. Das ist eine Katastrophe. Bloß nicht. Der ist aber auch noch gut. Das ist so abgefahren. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an, wie schier der ist. Ja, ich weiß so auf Entfernung, aber wirklich. Halt überhaupt nicht meine Farbe, aber der war so berühmt, dass ich beschlossen hatte, dass ich den haben muss irgendwie. Die 59 Copacabana. Der ist mir zu hell. Mittlerweile würde ich sagen, ist er mir zu hell. Ist ein schöner Frühlingston so, ne? So ein klassischer. Aber der ist mir zu hell. Moment, wie riechst du? Tippitoppi. Da ist nix mit. Gar nix. Guck dir diese perfekte glatte Oberfläche an. Nichts mit nach einem halben Jahr schwitzen und im Regal vergrammeln. Ne, Maybelline? Du bist ein Arsch. Ja, ich weiß. Aber Entschuldigung, das waren die günstigsten Lippenstifte, die es bei DM damals gab. Und guck sie dir nach all der Zeit an. Das ist nichts mit. Nix. So, das waren sie. Die hier werde ich weiterreichen, weil die tippitoppi in Ordnung sind. Da ist nichts mit. Die habe ich nur doppelt oder ich trage die Farben nicht mehr oder wie auch immer. Weggetan, weil ich da der Meinung bin, dass der war schlecht. Was war denn mit dir? Achso, ja, den trägt niemand, den ich kenne. Und der 42nd Street, ja, da kenne ich auch keinen, der den tragen würde, also kommt da weg. Bisschen was wegwerfen muss ich auch mal. So, also, die gebe ich einer Freundin. Und was ich behalten habe, ist das hier. Besten der Besten. Ja. Das war hart. Ich brauche erstmal Tee und Kippchen. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil das war einfach Zeit. Bevor sie schlecht werden und ich sie nicht mal weiter verschenken konnte an jemanden, der vielleicht noch nicht ganz so viele Lippenstifte hat wie ich. Das ist leicht. guck mal, wie die anziehen. Also, die waren damals einfach überragend und das Ding ist, sie sind nach wie vor mega Qualität. Die müssen sich hinter Gore-Tex verstecken. Gore-Tex. Ich hoffe, ihr habt mitgelitten. Ich hoffe nicht, dass ihr Spaß hattet. Ich hoffe, ihr habt so richtig mitgelitten.
Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.